Wie war das denn, als du studiert hast? Wart ihr da viele in eurer Klasse? Und wie war das in der Hochschule dann mit Üben und Unterrichten? Ja, wir waren recht viele. Wir hatten so eine Abteilung für uns, Posaunen, Tuben und Trompeten. Es gab drei Räume, in zwei Räumen gab es Unterricht. Und in der Mitte, da durfte geübt werden, und zwar alle gleichzeitig, teilweise bis zu 15 Leuten. Wir haben ja den Luxus bei uns mittlerweile, dass man theoretisch eine Einzelkabine haben kann zum Üben und da man dann seine Ruhe hat. Wie hast du das empfunden? Wenn irgendwas nicht ging, wir haben gehört, aber bei den anderen ging das, da haben wir uns gefragt, naja, wie macht er das? Mhm. Wir haben viel voneinander abgeguckt und viel voneinander gelernt. Wie war das? Hattet ihr auch Mädchen in eurer Trompetenklasse oder in den Blechbläserklassen? Oh, zu meiner Zeit waren keine Mädchen da. Vor meiner Zeit war ein Mädchen, die Posaune gespielt hat. Ich glaube, da haben sich die Zeiten aber auch so ein bisschen geändert, weil zum Beispiel bei uns an der Hochschule sind wir, glaube ich, so ungefähr 50-50, also ziemlich ausgeglichen. Und da hat sich ziemlich viel getan in den letzten Jahren, denke ich, dass dieses Klischee, Blechbläser sind ein Männerberuf, gar nicht mehr zeitgemäß ist. Bei der Jungen Deutschen Philharmonie haben wir immer Arbeitsphasen, das heißt, wir treffen uns mehrmals im Jahr für eine bestimmte Zeit, aber danach sehen wir uns auch lange nicht. Wie ist es denn, wenn man wirklich fast jeden Tag in einem Berufsorchester mit den gleichen Leuten zusammenspielt? Kommt es dann da mal zu Reibungen oder Konflikten? Bei uns eher selten. Wir verstehen uns Gott sei Dank sehr gut in der Gruppe. Sich jeden Tag sehen, das ist überhaupt nicht schlimm. Unser Stimmzimmer im neuen Kulturpalast liegen teilweise ziemlich weit auseinander, so dass wir manche Leute gar nicht so sehr sehen. Beziehungsweise wir laufen auf die Bühne zur Probe und dort wird halt mehr gespielt als gesprochen. Insofern, die Problematik existiert nicht wirklich. Wenn du jetzt noch mal klein wärst und dich noch mal für ein Instrument entscheiden müsstest und mit deiner Berufserfahrung, würdest du dann dich noch mal für die Trompete entscheiden? Ja, alles hat Vor- und Nachteile. Trompete finde ich gut, nach wie vor, aber man ist halt relativ auf dem Präsentierteller. Der Vorteil ist allerdings, dass wir ja unsere eigenen Stimmen haben. Ja, und wie ist es mit dir? Würdest du noch mal Trompete machen? Also was ich besonders mag, ist gerade, dass man wie du sagtest, auf dem Präsentierteller sitzt. Jeder hat seine eigene Stimme, jeder Ton wird eigentlich gehört, weil das ist ja auch das Charakteristische an der Trompete, über das Orchester drüber Signale spielen oder so. Aber nicht nur Signale spielen, sondern wir können auch lyrische Stellen, wir können haben eine ganz breite Palette, und das finde ich ist so spannend an dem Instrument und vor allem auch durch alle Epochen durch.